Die Landesgalerie besitzt eine der größten Sammlungen des deutschen Impressionismus. Insgesamt 75 Gemälde allein von seinen drei herausragenden Vertretern, Max Liebermann, Max Levogt und Lovis Corinth. Sie vermitteln einen eindrucksvollen Überblick über die Strömungen in der deutschen Malerei zwischen etwa 1870 und 1930. Die Landesgalerie besitzt mit 25 Gemälden von Max Levogt eine außergewöhnlich umfangreiche Sammlung von Werken aus 40 Schaffensjahren. Einige Motive fand sleevogt im Frankfurter Zoo, den er schon als Kind gern besucht hatte.